Hui! Moin, ihr Baggerluten! Und hallo, Robert! Hallo! So, nee, wir müssen so. Wir basteln gerade. Wir entwickeln eine wissenschaftliche Idee über Bewegungen im Weltall. In Kugelform. Auf zu schnacken, wir haben Boss zu liegen. Okay, ich roll schon mal vor. Hui! Mach mal lieber Licht, bevor du wieder irgendwie die Hacken brichst. Ups! Geht da. Oh! Pass auf dein Leben auf. Ah, da geht noch was. Die Bauarbeiter machen das für uns. Alter, hat der ein fettes Gerät. Was denn? Wortwahl. Was denn? Ist es so oder ist es nicht so? Das sind Bauarbeiter und die haben Geräte. So, pass auf, hier ist was in der Eintruhe für dich. Blueprint, den ich schon hab. Hast du hier schon geguckt? Oh, ja. Guck mal! Ich hab geguckt, ja, ach, tatsächlich. Ein Gang. Verrückt. Nice! Oh! Space Suit Chest. Ein Space Suit. Ja, zieh mal an! Wahnsinn! Hey, ja, ist schon viel besser. Und die Kodexe müssen wir, oder Kodex, Plural von Kodex? Kodizes? Hast du mich gerade Fett genannt? Nein, ich nannte dich Kodizes. Die müssen wir, glaube ich, irgendwie sammeln, so. Ich glaube, das ist so ein Komplettierungsgedöns. Oh, Readings have reached 94 Grad. Oh, ich glaube, dann würde das hier zum Boss gehen. Dann würde ich sagen, gehen wir da hinten doch nochmal lang. Wieso? Da ist doch nichts am Arsch. Ja, damit wir das hier einmal komplett leer machen können. Aber der Boss? Ja, können wir ja gleich machen. Komm her. Was ist das? Ich mag doch den Boss. Das glaube ich nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. So, wir haben hier noch genug Dinge zu tun. Haben wir. Oh. Huch, warte mal. Da kommt man irgendwie... Hier ist irgendwo ein Gang. Geheimmäßig. Den müssen wir finden. Irgendwo hier an der Wand. Einfach durchgraben? Nee, graben können wir hier nicht. Warum nicht? Weil das eine Instanz ist, in der man nicht graben kann. Wo bist du eigentlich? Ich bin irgendwie hier hinten, gibt das voll geheim. Vielleicht müssen wir da hinten irgendwo lang. Ich hab keinen Schimmer, wo du bist. Ich bin kurz zurückgelaufen, weil irgendwie ich hab gedacht, ich müsste dann hier irgendwo da, aber nö. Wir gehen mal da einfach mal rein und gucken mal. Ach nee, hier konnten wir ja gar nichts. Nee. Da hinten ist irgendwas aber auch noch. Das ist irgendein Secret-Gedöns. Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Waren wir hier schon? Doch, hier waren wir schon, aber hier unten waren wir noch nicht. Natürlich. Wir müssen nach irgendwie solchen Löchern Ausschau halten. Ja, du hast die Taschenlampe, musst du mal gegen die Wände leuchten. Ja, das habe ich ja gerade getan. Da, guck. Oh. Wow. Der kleine Cthulhus, oder? Ja, ach, richtig. So, den hast du schon erfolgreich weggesniped. Lass sie kommen. Jetzt haben wir sie da, wo sie haben wollten. Warte. Ach du Scheiße. Falsche Richtung. Ganz schlechte Richtung. Ah, ich bin mir gesplatscht. Sie haben mich noch Bist erwischt. Bist du tot? Ja, sie haben mich noch erwischt mit ihrem Strahl. Ich bin mit coolem Double Jump drüber, aber so ein Säure-irgendwas-Strahl. Alter! Junge! Sind ein paar, sagst du? Eventuell. Ich bin unterwegs. Wow, Junge! Die haben mich ja auch runtergeballert. Oh! Hilfe! Okay. Mutti! So, Junge, Alter! Aber nice! Oh, hinter dir! Ja, läuft. Autschen. Bist du schon wieder hin? Nein, ich bin nicht schon wieder hin. Also ganz so zerbrechlich bin ja auch ich nicht. Oh, okay, habe ich negiere ich hier mit dir Aussage. Okay. Also ich habe hier schon ein paar erledigt, und du? Ich habe auch einen erledigt. Oh Gott. Was denn, oh Gott? Das war fucking close. Weil du wieder so anstellst. Oh, geht doch. Nice. So.
Hatten wir da oben den Kram gelootet? Hatten wir hier, ne? Weiß ich nicht. Für Looten bist eigentlich du zuständig. Ach so. Ich bin quasi sterben. Der Looter-King, könnte man ja meinen. Ich bin fürs Sterben zuständig. So. Das ist etwas, womit ich gut leben kann. Siehst du? Verzieht mich aber auch ganz schön, ne? Wow, die kommen hoch. Ja, bitte, schieß die noch mal ein bisschen weiter in meine Richtung. Das ist eine gute Idee. Ja, was denn? Läuft doch. Ja, guckst du. Die Pixel muss er auch einsammeln. Nix, keine Zeit für Pixel. Pixeldreck. So, wo sind wir hier denn jetzt? Kommst du weiter? Nee. Ich warte hier. Habe ich gedacht. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier gucken, oder? Ich weiß nicht, wo wir hier so sind, aber... Wow, was hat das denn? Okay, hier waren wir aber schon, oder? Kommt mir ziemlich bekannt vor, der Abgang hier. Ja, hier waren wir schon. Ja, nur ganz guck mal, dann sind wir auch schon durch, quasi. Ja, aber wollten wir nicht den Boss noch legen? Ja, werden wir ja auch tun. Springen wir da aber runter, Andi. Fünf Pixel, dass du dich nicht traust, da runter zu springen. Ach, schade. Jetzt macht's nur noch halb so viel Spaß. Alu Akbar! Was ist dein Problem, Junge? Was ist dein Problem? Der schlechte Einfluss, den ich mit dir habe. So. Schade, ich habe gar keine Bomben mehr. Früher hatte ich mal Bomben. Komm, geh kaputt. Bam. So, und da jetzt so, ne? Ja, genau, du machst das mal, ne? Ja, ich hab mal gedacht, ich deeskaliere die Situation mal ein bisschen. Pass auf, ich nehme den Kodex und hier ist die passende Hose zu deinem Space-Suit. Eine Hose. Denn ich als Roboter brauche natürlich unbedingt einen Raumanzug. Das ist ja nicht so, als ja, ob du den nötig hättest. Ja, du hast ja auch... Ja, das... Hallo? Das könnte rosten. Du könntest rosten. Oder weiß nicht, braucht man nicht die Luft zum Rosten? Ja. Dann kannst du nicht rosten. Tatsächlich. Aber vielleicht anlaufen. Ah. Wusstest du, dass sie auf Amir mal Bakterien gefunden haben, die mutiert waren und begonnen haben, das Metall zu fressen? Fuck, echt? Ja. Nee, sowas wusste ich noch nicht. Ja, jetzt weißt du es ja. Ich habe mir neulich einen Livestream angesehen von so einer EVA. Ja, die haben da ein bisschen gebaut, vor ein, zwei Wochen. Ah, bin irgendwie runtergefallen. Warum bin ich da runtergefallen? Warum bloß? Weil da vielleicht ein Loch ist. Ey, da ist ein Loch? Ja. Weil hier keiner mit einer Taschenlampe ist, ne? Im Dunkeln ist das echt gefährlich. Doch, ich war da. Brauchen wir nicht, ist leer. Hey. So, dann würde ich sagen. Irgendwie, ich will dieses Geheimnis da lüften. Ich will wissen, wo das ist. Wo was ist? Hier, da! Ich da hinkommen. Da gar guckst nicht. Du. Andi, ich übersetze das kurz für dich. Gar nicht. Guck mal, da ist eine Kiste und da hinten stand auch jemand. Und hier ist so ein Schacht, wo man da so sich durchrollen kann. Das heißt, irgendwie müssen wir da hinkommen. Aber das ist sowieso die Richtung vom Boss, also lass uns doch mal loslaufen. Hm. Immer muss ich auf dich warten. Was ist los? Hast du mich aufgehängt? Leckst du? Läuft auf dir noch Windows 3.11? So, und jetzt immer so die untere oder rechte Wand jetzt gleich mal im Auge behalten. Du kommst erstmal mit deiner blöden Taschenlampe. Ich kann überhaupt nicht sehen, was da los ist. Untere rechte Wand im Auge behalten. Oh, ist das da? Ist das schlecht? Nicht nett, nicht nett, nicht nett! Okay, den kann man aber sich... Sei bloß vorsichtig, der hat, glaube ich, ganz schön krasse Sachen drauf. Ja. Musst du ihn wieder pullen? Ich komme hier rüber. Natze ich ihn von ihr. Was für ein Auftrag? Oh, aber der geht auch ganz gut. Alter, Junge, Hilfe! Steckt halt gut ein, ne? Ja, der kann richtig fressen, der Typ. Fertig. Nett. So. Guck mal, was hier denn? Weiß ich nicht. Da kamen wir doch her. Von hier? Doch, von hier kamen wir. Ja, tatsächlich. Ja, habe ich gerade herausgefunden. Bezacke. Ist das? Da ist nichts drin. Viel Spaß.
Brauchst du noch irgendwie Klopapier oder so? Hast du den Schalter schon betätigt? Ja, ne? Da oben, ja, ja, das war für die eine Tür. Hast du das Teleport-Ding? Hab ich was? Das Teleport-Ding aktiviert? Kann man das aktivieren? Stimmt. Schade. Nein. Das wäre cool gewesen, so ein Safe-Spot-Point-Dings zu haben. Aber das wäre ja dann auch irgendwie ein bisschen zu leicht und zu nett, ne? Oh, ich hätte es gut gefunden. Ich mag doch leicht und nett. Oh Gott, da unten Jetzt mach dir nicht ins Höschen, das ist ein so einer wieder. Guard! Oh, zwei! Jetzt sind es zwei. Verrückt. Schieß doch mal! Oh, der kann hüpfen! Ja, tatsächlich. Komm doch mal hier zu mir rüber, dass wir in die gleiche Richtung pullen, dann ist das irgendwie ein bisschen effizienter. Ich versuche das. Ja, lass dich nicht umbringen. Alter! Junge! Komm mal her, komm mal her. Lass dich nicht töten. Leichter gesagt als getan. Hinter uns. Ja, ja. Wenn du bei mir bleiben würdest, dann hätten wir das voll unter Kontrolle. Huch, falsche Richtung. Wir haben das voll unter Kontrolle. So. Es ist nur ein wenig spaßig. Hoppla. So. Hin, der auch gleich. Weiter drauf haben. So, kapeistert, Junge. Fertig. Die machen gar nicht viel Schaden. Wunderschön. Weil wir so wunderschön und super sexy sind. Ja, oder? Du versaust die Stimmung immer so ein bisschen, finde ich. Guck mal, hier, ja. Sag ich doch. So, da hast du jetzt deinen Helm. Wichtig, Helm. Und jetzt will ich da hoch. Kann ich nicht aufsetzen. Warum kannst du ihn nicht aufsetzen? Scheinbar kann ich das nicht, weil ich ein Roboter bin. Nimm du dir den. Los. Nee, komm, stell ihn nicht so an. Ist alles in Ordnung. Nee, kann ich nicht. Ja, dann pack ihn mal rein. Da musst du doch irgendwas Head Armor. Hast du vielleicht irgendwas auf Head Armor schon drauf? Nee, ich hab nichts auf Head Armor. Auf ist leer, aber ich kann keinen Space Helm aufsetzen. Ist halt so. Steht da vielleicht auch dran. Ja. Roboter können das nicht oder so. Ich kann den auch nicht aufsetzen. Verrückt. Vielleicht ist hier nur so. Ah, optisch. Nein! Hier, was? Pass auf. Ja? Der kommt hinten links rauf. Links oben. Links oben? Aha. Ach, das ist ein Rucksack. Aha. Ich habe auch gedacht, das ist was anderes. Du siehst so ein bisschen. Du siehst echt so ein bisschen noch robotischer aus. Ja, ja, Tatsache. So. Hier ist ein Schalter. Schalter. Oh oh. Alarmschalter. Das ist. Alarm! Alarm! Oh, guck mal! Achso. Endlich haben wir was Tolles gefunden hier. Das ist super. Was ist das? Ein Chair. Stuhl. Oh. Hier geht's nicht lang. Oder noch nicht. Hm. Mal gucken. Oh. Vorsicht, nicht so weit. Also das wäre nur von da oben, das ist ein. Hoppla! Hoppla! Okay, wir sind in der Nähe, anscheinend. Aha, aha. Ja. Ach, hush, you're not helping! Oh, ich hab den Schlüssel geschlüsselt. Oh, ist nicht gut wahrscheinlich. Hier ist noch ein Schalter. Oh, oh Gott. Hoppla. Wir müssen diese Dinger hier aktivieren. Dinger aktivieren? Die Schalter, meinst du? Ja, ja. Und ich glaube, ich würde mal behaupten, diese Strahlen sind nicht geil. So, du machst den. Ja, habe ich. Ah, und dann die Mitte. Nice. Jetzt wieder, oder was? Glaube ich. Oh! Autschen. Ei, Karamba. Oh, Vorsicht, das ich Ding bin, hoch runter. Ich bin sowas von gesplattert worden. Dann heil dich! Hab ich nicht mehr geschafft. Junge! Junge! Junge, nicht komm nett. Bald wieder. Du stehst das ja durch, oder? Üpf, da sagst du was. Aber ich bin an dem Safe-Spot gelandet, siehst du? Ich hatte recht. Ach doch, Tatsache. Ja. Zweite Taste. Oh Gott! Nee, oh shit! Rausfinden, wo das war. Hier sind Viecher! Hilfe! Robert! Ich bin ja schon unterwegs. Robert! Zu flennen. Robert! Lol.
Ja, ja, ich bin gleich da. Irgendwann. Ich bin nicht hektisch. Doch, bist du. Oder irgendwie... Muss man wieder Knöpfe oder so ein Scheiß. So? Was müssen wir machen? Ja, Knöpfe drücken. Nein. Oh, okay, man kann sie doppelt drücken. Warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Okay, okay, es hält. Bist du auf der anderen Seite durch? Ja. Links unten. Warte, ich bin genau in dem Strahl rausgekommen. Ich wollte mich gerade heilen, dann hat der Strahl sich auf mir manifestiert. Sag mir nicht, du bist schon wieder tot. Doch, ich bin schon wieder tot. Ich hab drauf gehauen! Sehr schön. Ich hab's besiegt! Sehr schön. Oh nein, hast du das noch mitbekommen? Nein. Oh, scheiße! Wo ist das halt? Es tut mir leid! Wenn es zur Party kommt und stirbt. Gute Freude, Monster! I was trapped inside irgendwas. Did anyone else in the mine survive this attack? Okay, komm mal her. Ich wollte den Showdown jetzt nicht alleine machen. Wo bist du denn? Ich bin immer noch da unten. Da, das, der Mensch, der hier steht. Das war das Viech. Sprich's mal an. Did anyone else? You destroyed a monster. Hab ich gar nicht. Das war der andere. Would have mutated. Das waren wir zusammen. Ah, okay. Wir sind ein Team. Ja, weißt du, was Team übersetzt bedeutet? Toll, ein anderer macht's. Ja, du zum Beispiel. Guck mal, kann man irgendwas drücken? Ah! Ein Crystal-Dingsbums. So, damit können wir jetzt unseren Bombantrieb reparieren. Ja, ja, glaube ich ja. Muss ich das auch nochmal benutzen? Oh, ja! Ich habe ihn jetzt auch bekommen. Cool. Oh, da hinten ist ein Beam-Dingsbums. Was war hier drin in der... All die Dinge, die ich genommen habe, warte. Toll. Ein Archeus Horror Codex, ein Capture Pot, Throwable Item, throws it at a monster to forcefully capture it and bring it to a new home. Da kann man Monster mit einfangen. Ein zweihändiger Speer. Nice. Und ein Messer. Willst du einen zweihändigen Speer? Komm, du bist doch hier der Mann für groß und bösartig. Komm, kannst du mal angucken. Nee, das ist okay. Nee, ich will das gar nicht. Lass uns mal zurück. Nimm das jetzt. Jetzt komm mit. Na gut. Ich bin schon weggeportet. Mimi. So, du bist zu deinem Schiff, nehme ich an. Nee, weiß ich nicht. Guck mal, wo ich rauskomme. Nee, ich bin im Teleshop. Outpost. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Wo war der? Der mit ihm da, mit Captain Orange Beard. Perfekt. Du meintest wahrscheinlich Penguin Pete. Oh, repairing irgendwas. FTL Drive. Ah, die Pinguine machen unseren FTL Drive wieder ganz. Sehr schön. Hang. Ja, gut machen sie das. Nice. Coole Nummer. Ja, warte, und jetzt sollen wir mit Esther Bright schnaboostern. Okay, er zeigt in die Richtung. Das Ding ist scheiße langsam. Ja. Oh, jetzt ist aber schnell. Hallo, Esther. Hallo, Esther. Yay. And me feed well done, dear. Now that your ship is in full working order, we can get started on the arc at hand. Task at deine Mama. Ja, dann los, oder? So. Wollen wir starten? Wir sollen jetzt solche Sachen hier scannen, aber... Lieber Robert, mir war es eine Ehre, mit dir gespielt zu haben, dieses schöne Spiel. Ja, hat Spaß gemacht, auch wenn du immer alle Monster gelegt hast und den ganzen Loot geklaut hast, aber trotzdem haben wir doch gut hinbekommen, oder? Ja, wer will mir den zweihändigen Speer nicht geben? Du wolltest den zweihändigen Speer nicht haben. Ja, würde ich jetzt auch so hindrehen, genau. Na gut, liebe Leute, ja, wir machen hier an der Stelle mit Starbound erstmal Schluss mit der ersten Season und gucken mal, ob wir dann irgendwann nochmal das Thema aufgreifen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt was in die Kommentare und ich glaube, hier kommt gerade ein Moped vorbei. Ich wollte gerade sagen, was war das denn für ein Monster-Sound? Junge! Brumm, brumm! Das klang für mich gerade schlimmer als der Boss.
Alrighty. Ja, guti. Denn auch, ne, meine Leute, also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon gehalten habt, ob euch das gefallen hat. Könnt auch gerne noch bei dem lieben Wintermancer mal vorbeigehen und da mal ein Däumchen lassen oder ein Nacktbild. Freut er sich bestimmt auch drüber. Und dann schauen wir einfach, wie wir das in Zukunft weitermachen, ob wir das in Zukunft weitermachen oder ob wir dann vielleicht uns einfach unserer innigen Männerliebe hingeben. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich sage Winke Winke, ciao und tschüss. Und sein Name ist Robert. Genau.